Diese Botschaft wird unangenehm sein. Also bitte ich alle sanften Gemüter, Friedensstifter und einfach nur liebe Menschen, das nicht anzuschauen. Das hier ist nicht eure Schlacht. Jetzt in der Endzeit ist die Hölle leer. Alle Dämonen sind hier und feiern ihre schwarze Messen. So eine Madonna verhöhnt die Ahnungslosen in ihrer satanischen Show und singt: Nicht jeder kommt in die Zukunft. Sie hat ja einen Passierschein vom Satan höchstpersönlich ausgestellt. Dann tötet sie symbolisch Leute auf der Bühne und triumphiert an der Seite einer Antichristfigur. Und die Masse jubelt. Till Lindemann, der gerne mal eine Sklavin in Latex an der Leine führt, brüllt da: Ich fresse alles in mich rein, doch es muss jung und knusprig sein. Und wir wollen gar nicht so genau wissen, was er da meint. Unsere Vorfahren, die noch nicht entmenschlicht waren, haben bei Anblick solcher Fratzen der Finsternis ganz natürlich Zorn und Ekel empfunden. Die heutigen, tolerastisch Aufgeklärten, sie sind dagegen sehr leicht zu verführen. Sie können zwischen dem Göttlichen, dem Menschlichen und dem Dämonischen kaum noch unterscheiden. Sie halten eure schwarzen Messen für Konzerte und erzeugen ums Verrecken keine ethische Beurteilung. Aber ihr Blutsauger, Bühnendämonen, Kindervergewaltiger und Menschenfresser aller Art, Wesenheiten, die euch bald richten werden, sie sind nicht verwirrt. Sie werden nicht mühsam eure komplizierten Psychogramme erstellen, wer euch da in der Kindheit alles nicht lieb hatte. Ich rede mit Wissenden unter euch, weil die Sprechpuppen der Politik nicht mal genug Hirnschmalz besitzen, um zu verstehen, was ich sage. Also, für die Wissenden, Diener der Finsternis. Arischer Regnas, germanischer wie russischer, Odin, Thor, Sventovit, Perun und ein paar weitere Schwergewichter haben geschworen, euch die Pest der Menschheit auszurotten. Dieser Schwur kann nicht zurückgenommen werden. Es ist Ragnarök, Leute. Und es ist in eurem vitalen Interesse, uns beim Ragnarök nicht zu begegnen. Dämonen in Menschengestalt werden nach dem Gericht nach Hause geschickt, in die Höhle. Die Starken unter euch werden dort nicht jammern und nicht winseln. Aber eure schwachbrüstigen Mittäter, die möchte gern Dämonen, sie werden jaulen. Ich habe noch keine Ahnung, was auf sie zukommt. Diese Sorte ist in einem schweren Irrtum, in der Illusion, sie würden unbestraft davonkommen. Sie seien hinter ihren Führern, Logenmeistern, Befehlsgebern, wie hinter einer Mauer.
Sie denken auch, eure Big Bosse, sei es Satan, Ahriman, Lucifer oder Baal, würden sie beschützen. Nein, das werden sie nicht tun. Sie werden nur laut lachen. Übrigens, Baal ist seit 1,5 Jahren tot. Auch wenn eure Queen-Mumie ihm weltweit Portale bauen lässt, die Baal-Tore. Das macht nichts. Ihr, Zersetzer junger Seelen, dachtet, die Menschheit wäre euch für immer schutzlos ausgeliefert. Nein, sie bekommt jetzt einen Schutz. Und zwar durch die Vergeltung an euch. Es ist Endzeit. Und in jeder Endzeit wird die Pest der Menschheit ausgebrannt. Ihr verdient nicht mal unseren Zorn. Ihr werdet einfach nur entsorgt. Danach kommt das Gericht. Und es wird ganz und gar nicht christlich ablaufen. Sogar sehr unchristlich für euch. Alle Parasiten, Volksverräter, Menschheitsverräter, all die verschrumpelten Echsen als Kronenträger, alle Transhumanisten, Clintonoide werden bevorzugt behandelt. Und das ist bei Gott keine gute Nachricht für euch. Ihr wisst nicht, was Gerechtigkeit ist. Also werdet ihr sie spüren. Messerscharf. Ihr seid verdammt. Das Urteil des Himmels ist gefallen und verkündet. Schaut mir in die Augen. Wir kommen eure Seelen holen. Und für alle, die aus Dummheit oder Dumpfheit in diese Drecksbande hineingeraten sind, für euch und für die, die Bill Gates mit Wille Gottes verwechselt haben, eine andere Botschaft. Rennt um euer Leben. Bereut eure Verfehlungen. Schleunigst. Entsagt sofort den Dämonen an der Spitze und den Mördern mit der Spritze. Betet zu eurem Schöpfer, dass eure schwachen Seelen nicht ausradiert werden, dass ihr eine Chance auf eine neue Inkarnation bekommt. Damit ist alles gesagt. Diese Botschaft wird nicht wiederholt. Wer sie nicht auf Anhieb verstanden hat, wird seinem Schicksal überlassen. Und für alle Menschen des guten Willens, die diese Botschaft rein zufällig mitbekommen haben, folgendes. Schmeißt weg diese einlullende, tolerastische Lahmlegung, die besagt, bloß nicht urteilen. Das Nicht-Urteilen, ob aus Schwäche, Verwirrung oder esoterischer Verklärung, ist eine Verfehlung. Das ist am Leben vorbeileben. Unbedingt urteilen. Urteilen zeugt vom Urteilsvermögen,
und vom Ethos. Entwickelt klares, scharfes und handelndes Gewissen. Diese Welt muss gereinigt werden. Und sie wird gereinigt. In Gottes Namen. Ich grüße euch, Freunde. Ihr wisst, dass Ragnarök läuft. Das ist die Endschlacht der Regnas oder Götter. Dieser Krieg hat sich bereits auf der Erde manifestiert und er wird sich erweitern. Regnas sind reale Hyperraumwesenheiten, die auch große Macht über irdische Ereignisse haben. Regner sind nicht ewig, langlebig, aber sie können auch getötet werden. So wurde vor 3 Jahren der Yahweh hingerichtet, das alte Reptil. Dann der Baal, der Kinderfresser. Danach wurde Apsaladek vernichtet. Vor 2 Monaten wurde der Mammon getötet. Mammon, das ist der Gott des Geldes, der gierige, aufgeblasene Achriman-Junge. Welche Folgen wird Mammons Tod haben? Die Finanzsysteme werden zerfallen. Warum? Weil, wenn man aus einem Egregor das wesenhafte Herzstück herausnimmt, dann kollabieren alle Infogerüste des Egregors. Und in diesem Fall ist das das globale Egregor des Geldes. Und jetzt die neueste Nachricht. Auch der große Baphomet ist tot. Damit ihr das besser einordnen könnt. Neben Luzifer und Achriman, was verschiedene Wesenheiten sind, gibt es auch eine Macht, die Menschen zu einem Begriff Teufel oder Diabolus zusammenfassen. In Wirklichkeit sind es 6 Wesenheiten. Abaddon, Belial, Belzebul, Mephistopheles, Satan und eben der Baphomet. Der letzte ist auch bekannt als der Gott der legalen US-amerikanischen Satanskirche. Das ist der gehörnte Pentagrammträger und der infernale Anführer der Kinderschänder. Und damit ist der Grund seiner Hinrichtung benannt. Welche Folgen wird Baphomets Tod haben? Da viele irdischen Machtsysteme von seinen Anhängern kreiert worden und bestückt sind, werden sie jetzt in ihrem Zerfall gewaltige Zuckungen produzieren. Und wir werden diese Endzeit oder den Übergang in die Zukunft nicht nur durchstehen, sondern mutig und souverän gestalten. Wir singen euch jetzt ein Lied über die Jiva-Macht, über die Macht, die für das Leben einsteht und siegt.
Das Lied ist auf Russisch und bedeutet Folgendes. Jiva, Regnas, sind am Leben. Jiva, Streitmacht, ist am Leben. Aufgestanden, um Dämonen zu bestrafen. Die Hörner abgeschlagen, bis auf die Schulter. Das Böse verreckt in der jährigen Schlacht. Es gibt keinen Weltuntergang. Auf Russisch ist das buchstäblich kein Ende des Lichts. Wir sind das Ende der Finsternis. Es gibt kein Ende des Lichts. Wir sind das Ende der Finsternis. Живы, живы рати, стали бесов покарати, отсекли рога по плечи, зло издохло в ярой сечи. Нету конца свету, мы конец тьмы. Нету конца свету, мы конец тьмы. Боги живы, живы рати, встали бесов покарати, отсекли рога по плечи, зло издохло в ярой сечи. Нету конца свету, мы конец тьмы. Нету конца свету, мы конец тьмы. Боги живы, живы рати, стали бесов покарати, отсекли рога по плечи, зло издохло в ярой сечи. Нету конца свету, мы конец тьмы. 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 Мы конец тьмы, мы конец тьмы, мы.